Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein heutiges Thema ist der Umgang mit Katzen. Jeder von euch weiß, dass Katzen ihre eigene Körpersprache haben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch zu sagen, dass sich Katzen alles ihren Lebtag lang merken. Sie sind sehr, sehr empfindlich und das zu Recht. Genauso ist er bei Wellensittiche, die allerdings zu den Entertainern im Haustierbereich gehören. Sie zwitschern, sie schreien, sie schimpfen. Aber man kann auch sehr, sehr viel Spaß mit ihnen haben. Und wenn ein Wellensittich nickt, also etwa so, dann möchte er spielen. Man muss allerdings aufpassen, dass man dann wieder beruhigt und aus der Situation langsam und behutsam rausholt. Ich empfehle daher alle Wellensittich-Besitzer, dass euch Zeit nimmt, das beruhigend auf das Tier einredet und das nur ablenkt. Denn sie werden je nach Charakter schnell nervös und lieben es, beschäftigt zu werden. Aber wenn es manche vielleicht nicht glauben, aber wenn sie dich ist, auf seine Art und Weise genau wie eine Katze, hoch intelligent. Ich muss jedoch noch ein Thema ansprechen, das betrifft jetzt hauptsächlich Lenz. Trotz des Ausgangsverbotes, also der Ausgangbeschränkung, sind sehr, sehr viele Hundebesitzer auch während der Corona-Zeit unterwegs und räumen die Hinterlassenschaften des Tieres nicht auf. Aber damit ist bald Schluss. Denn in Linz wird bald einmal hart durchgegriffen, was die Hundebesitzer betrifft. Ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr gutes Unterfangen. Schützt uns Fußgänger, wo immer die Kinder auf die Spielplätze. Ich selber bin kein Hundehasser, aber meiner Ansicht nach ist es besser, wenn man Rücksicht nimmt und auch den Leid von den öffentlichen Verkehrsmitteln reicht es. Und bitte nehmt mehr Rücksicht aufeinander, denn ich kann jetzt da nicht sagen, was für Maßnahmen das in Zukunft in Linz getroffen werden, was für drastische Maßnahmen. Aber es wird auf jeden Fall was gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Das Video wurde am Ostermontag gedreht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.